Das Atomkraftwerk Mülheim-Kärlich. Seit 30 Jahren stillgelegt, seit 15 Jahren läuft der Abriss. Heute darf ich einen Blick in den Reaktor werfen, der im Kern immer noch radioaktiv strahlt. Vorher muss ich zum Arzt. Gesundheitscheck für Arbeiten mit Absturzgefahr. Damit ich nachher da oben drauf darf. Dieser besondere Drehtag beginnt für mich hier. Thomas Vollmar leitet den Abriss des Atommeilers. Gleich geht es in den Reaktor. Wenn wir da jetzt reingehen, wie gefährlich ist das jetzt? Das ist nicht gefährlicher als hier. Sie werden nicht mehr Strahlung bekommen, als Sie hier auch bekommen werden. Aus dem Universum, von der Sonne her, innen drin wird nicht mehr Strahlung sein für Sie. Trotzdem, allein die Sicherheitsvorkehrungen, das Ausziehen, die Schutzanzüge, all das macht mir ein mulmiges Gefühl. Ein Strahlenmessgerät soll mich warnen, wenn es gefährlich wird. Wir sind jetzt hier im nuklearen Bereich. Hier könnte theoretisch erhöhte Strahlung auftreten, wird sie aber nicht. Dafür haben wir gesorgt. Ich bin erstaunt, wie sauber, wie steril hier alles wirkt. Trotzdem soll ich nichts anfassen, zur Sicherheit. Das ist jetzt hier der zentrale Teil des Kernkraftwerks. Hinter dieser Mauer, dort hinter ist der Reaktor, hinter Beton. Wie holen Sie den dann raus? Wie dekontaminieren Sie das Ding dann? Also den Reaktordruckbehälter kann man nicht dekontaminieren, weil er vollständig aktiviert ist, nennen wir das. Also vollständig radioaktiv ist. Wir werden den Reaktordruckbehälter fernbedient, in kleinere Teile zerlegen und dann werden die in die Zwischenlagerung abgegeben. Da unten waren früher die Brennstäbe, als das Kraftwerk 1986 in den Betrieb ging. Aber es war nur 100 Tage am Netz, denn 1988 wird es schon wieder abgeschaltet, unter anderem wegen Erdbebengefahr. Stefan Feugel ist Strahlenschützer. Er passt darauf auf, dass niemand radioaktiver Strahlung ausgesetzt wird. Wie ist das Gefühl, hier in so einem Kernkraftwerk zu arbeiten? Ist das ungewöhnlich? Für mich ist es gewöhnlich. Ich mache den Job schon recht lange. Ja, und für mich ist es ja, wie für die Maurer auf die Baustelle gehen. Also ich habe da keine Bedenken. Dass die Männer, die hier arbeiten, keine Bedenken haben, kann ich verstehen. Aber wenn ich diesen Aufwand an Sicherheit sehe, mein mulmiges Gefühl bleibt. Denn sie zerlegen das Kraftwerk in seine Einzelteile. Und das ist nicht ungefährlich. Was der Kollege da gerade säubert, das könnte kontaminiert sein. Genau, da kann eine geringe Radioaktivität auf der Oberfläche anhaften. Und deswegen ist der Kollege entsprechend geschützt mit einer Schutzmaske. Und er befindet sich hier in diesem Zelt, das auch noch mal wieder belüftet wird, sodass eben keine Schadstoffe von innen zu uns nach außen dringen können. Hier wird dann mit Wasserstrahl, also so wie Sie Ihren Kärcher auch zu Hause kennen, ne, werden dann die Bauteile abgespritzt, sodass das radioaktiv kontaminierte Material an der Oberfläche entfernt wird. Da reicht ganz normales Leitungswasser. Ganz normales, gereinigtes Leitungswasser. Vor dieser Tür endet unsere Führung. Dahinter wird der radioaktive Abfall für kurze Zeit gesammelt und dann ins Endlager abtransportiert. Das ganze Team ist angespannt. Denn jetzt, bevor wir wieder nach draußen dürfen, müssen wir durch die Sicherheitsschleuse. 4, 3, vielen Dank. Keine Kontamination. Tatsächlich 0. Alles gut. Wieder draußen. Auch der Kühlturm wird abgerissen, 162 Meter hoch, aus Beton und Stahl. Das Besondere, er darf nicht gesprengt werden. Die Bahnlinie durchs Mittelrheintal führt unmittelbar vorbei. Oben auf dem Rand des Kühlturms fährt ein Spezialbagger, weltweit einmalig, etwa 12 Tonnen schwer, auf einer 16 cm breiten Mauer. Der Bagger frisst sich durch die Betonwand. In einer Woche trägt er etwa 5 Höhenmeter ab. Ein wirklich beeindruckender Drehtag. Eine Technologie, die im letzten Jahrtausend noch die Zukunft sein sollte und heute langsam aber sicher entsorgt wird. Der Abriss wird noch mindestens bis Mitte des nächsten Jahrzehnts dauern.